Unsere aktuelle Zeit ist geprägt von einer lockeren Notenbankpolitik und einer Ausweitung der Geldmenge. Insbesondere seit der Corona-Krise wurde die Geldmenge so drastisch erhöht, dass es zu einem starken Anstieg der Inflation und zu einem Kaufkraftverlust geführt hat. Im Zuge der Geldentwertung sind die Themen Finanzplanung und Vermögenssicherung wichtiger denn je. Denn ohne Vorsorge ist die Altersarmut letztendlich meist vorprogrammiert. Doch viele Menschen in Deutschland sehen Investments, beispielsweise in Aktien, immer noch als zu riskant an. Obwohl klar ist, dass ohne diese der Wert des eigenen Vermögens immer schneller sinken wird. Als unabhängiger Finanzberater und Finanzplaner mit Büro im Raum Bensheim ist Daniel Wenzel Experte auf diesem Gebiet. Er ist für ein breites Portfolio an Mandanten in ganz Deutschland tätig und erklärt die Auswirkungen der momentanen Notenbankpolitik. Was ich als Finanzberater natürlich immer wieder beobachte, ist auch gerade bei den deutschen Sparern den Ärger darüber. Einfach weil natürlich, man kennt es ja noch von früher. Früher hat man Geld auf die Bank gebracht und hat Zinsen bekommen. Mittlerweile ist es so, wenn Sie heute zu viel Geld auf Ihrem Konto haben oder etwas auf Ihrem Sparkonto anlegen möchten, dann bekommen Sie keine Zinsen oder Sie müssen sogar Strafzinsen bezahlen. Das heißt, dieser Paradigmenwechsel hat natürlich zu einer großen Verärgerung und auch zu einer großen Unsicherheit geführt. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, dass diese ultralockere Geldpolitik auch zu einem Aufschwung geführt hat. Ja, das heißt also, einzelne Anlageklassen, sprich Aktien und Immobilien, sind natürlich deutlich gestiegen. Mit über 20 Jahren an Erfahrung in der Branche hilft Herr Wenzel seinen Kunden aller Altersklassen bezüglich der Unsicherheit im Sektor Investment und berät sie im Vermögensaufbau, aber auch in der Risikoabsicherung sowie Altersvorsorge, da jeder Kunde individuelle Ansprüche hat. Andrea und Alexandria Gessner sind seit kurzem in der Beratung, um ihre finanzielle Absicherung für die Zukunft zu klären. Unsere finanzielle Lage vor der Beratung war eigentlich sehr komfortabel, so für den Alltag. Da war alles wunderbar, gab es nicht viel zu meckern. Aber wir haben uns beide aus unterschiedlichen Gründen Gedanken darüber gemacht, wie es denn in der Zukunft aussehen soll und was wir denn da brauchen und inwiefern wir da vielleicht schon vorgebaut haben. Wir wollten gerne einen unabhängigen Finanzberater haben, der sich für uns beide einfach mal die bestehenden Versicherungen und Sparpläne anschaut, uns berät, uns Empfehlungen gibt und mit uns gemeinsam einen Finanzplan erstellt. Was jedoch ist der Unterschied für den Kunden zwischen einem unabhängigen Finanzberater und einem Bankberater bei der eigenen Hausbank? Als ehemaliger Angestellter kann Herr Wenzel den Unterschied genau aufschlüsseln. Als Bankberater war ich meiner Bank, meinem Vorgesetzten verpflichtet. Und jetzt als unabhängiger Berater bin ich ausschließlich meinen Kunden verpflichtet. Die Unterschiede können wir natürlich ganz klar darin sehen, dass die Produktauswahl, die ich jetzt habe, viel, viel größer ist, viel, viel umfassender ist als damals bei der Bank. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass ich jetzt viel, viel mehr Zeit habe für die Beratung. Das heißt, es muss jetzt nicht mehr im Stundentakt abgehen, ja? Sondern ich kann mir wirklich für Kundengespräche sehr viel Zeit nehmen. Oftmals sind 3 oder 4 Termine notwendig, bevor wir überhaupt über einen Abschluss sprechen. Gerade zu Beginn der Beratung kann durch das individuelle Eingehen auf die eigenen Bedürfnisse so schnell wichtiges Grundwissen vermittelt werden, was für den langjährigen Kunden Rainer Krause zunächst sehr wichtig war. Besonders hilfreich war Finanzberatung, so wie sie für mich passiert ist, erstmal ganz am Anfang im kleinen 1x1. Also man hat nochmal gelernt, wie die Finanzinstrumente, was die bedeuten. Man hat nicht nur oberflächlich Begriffe gehört, sondern hat dann verstanden, was dahinter war. Also Beispiel Aktien, Anleihe, alternative Invest. Wie funktioniert das überhaupt? Was sind die Risiken? Wie oft haben wir über Gold, ja oder nein, geredet? Zum Beispiel, das hat man so als Laie so mal irgendwo gehört, aber im vertieften Gespräch kriegte man dann so das besser unter Kontrolle. Und dann Fokus war dann, wo die Hilfe der Finanzberatung für mich eben auch wichtig war, mir zu spiegeln, dass ich jetzt auch mal in mich reinhören muss und gucken muss, was hast du bisher gemacht, was ist und was willst du überhaupt. Und das war ein ganz schwieriger Prozess für mich zu sortieren und dann auch für mich zu entscheiden, was willst du eigentlich?
Gerade durch die Corona-Pandemie hat sich neben der Beratung in Person die sowieso schon sehr beliebte digitale Online-Beratung noch stärker verbreitet, wodurch auch eine zeitlich flexible Beratung möglich ist. Auch Daniel Wenzels größter Kundenanteil nimmt bei ihm mittlerweile die ortsunabhängige Online-Beratung per Videoanruf in Anspruch. Allerdings ist nicht nur hier die Digitalisierung und der Computer sehr wichtig. Dieser kommt auch bei der persönlichen Beratung zum Einsatz. Und mir ist an der Stelle auch immer wichtig zu betonen, meine Empfehlungen sind immer Zahlen, Daten und Fakten basiert. Das heißt, in meiner Beratung gehe ich eher mit Excel vor als mit irgendwelchen Hochglanzprospekten. Inwiefern hat die unabhängige Finanzberatung jedoch schon nach kurzer Zeit Ergebnisse gezeigt? Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir würden auf jeden Fall jederzeit diesen Schritt wieder gehen. Es ist aber auch natürlich leicht, das zu sagen, denn in unserem Fall war es so, dass wir sehr schnell schon gesehen haben, dass sich das sehr positiv entwickelt, also dass sich unser Geld wirklich vermehrt und dass die Themen, die für uns interessant sind, dass wir da einfach sehr gut beraten wurden und da Sachen gemacht haben, die sich für uns sehr gut ausgewirkt haben, die wir niemals alleine angegangen wären. Nach langjähriger Zusammenarbeit und einer fast freundschaftlichen Atmosphäre trifft man sich mit einem unabhängigen Finanzberater auch im Restaurant zur Besprechung. Herr Krause erzählt von seinen Erfahrungen während der langjährigen Zusammenarbeit und dem Gewinn, welcher erwirtschaftet werden konnte. In dieser Phase, wenn ich das richtig überblicke, die letzten 6 Jahre, mal abgesehen von der Krise, die im Zusammenhang mit Corona da war, aber insgesamt liefen ja die Börsen sehr gut. Also es geht mir besser, was die Rendite angeht. Aber ich möchte auch betonen, es geht mir auch besser, weil ich einfach die Sache besser verstehe. Es ist einfach ein besseres Gefühl für mich zu wissen, ich habe meine Ersparnisse, die ich über ein langes Berufsleben erwirtschaftet habe, habe die so angelegt, dass es mich nicht fürchterlich ängstigen muss. Und es war wie so ein Investment. Führerschein habe ich da gemacht, ne? Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich da in diese Thematik besser reinkomme und kann dazu was sagen, glaube ich, mittlerweile. Gerade während Corona und durch die Digitalisierung geht der Trend in Richtung des Investments anstatt des Sparens, da traditionelle Sparbücher das Geld auf Dauer entwerten. Bei dieser Wende sind die unabhängigen Finanzberater dank mehr Zeit für individuelle Beratung ganz weit vorne mit dabei und sorgen dafür, dass das angesparte Vermögen nicht durch die Inflation vernichtet wird.